Schütze! Hallo, Mann. Palando, du könntest ja auch mal ein bisschen hinmachen. Ist auf jeden Fall der da. Das ist gemein, der versteckt sich. Ich darf mich verstecken, aber nicht der. Das ist... Aber wir sind gleich wieder full life und haben gleich 3 Heilungen. Sagen, der Sniper ist weg. Wen schießt Panam? Die ist noch aus, oder? Was? Boah, ich muss das unbedingt skillen. Ja, verdammt! Dass ich nachladen kann, wenn ich renne. Ihr Schlappschwänze!
Sind die oben drauf? Zeig dich! Einer ist oben drauf. Oder sind die drin? Das ist jetzt die Frage, wofür die Punkte stehen. Ich gehe nach dir. Ja, verdammt! Lass die Waffe fallen und gib auf! Ich bin drin. Hellmann, er muss hier irgendwo sein. Wo bist du? Hä? Moment. Du versteckst dich einfach im Boden? Pass auf! Das ist unfair. Ey, das ist gemein! Das ist Cheaten! Jetzt kann ich den nicht mal looten! Doch, kann ich. Das finde ich unfair, wenn der einfach sich im Boden versteckt. Das ist unfair. Jetzt noch Arsch wackeln. Und was macht der an der Tür? Was ist falsch mit denen? Wer sieht mich denn jetzt? Du meinst, er cheert für mich? Er tanzt für mich? Dann komm raus! Ich will mich jetzt hier umgucken. Okay, es war eine schwere Geburt, aber hab's hinbekommen. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt das erste Mal gestorben bin, es macht schon Spaß, das Spiel. Es macht tatsächlich auch das Kämpfen Spaß. Irgendwie.
So, sind jetzt hier noch ein paar. Warte, das ist doch hier dahinter irgendwo, oder? Was ist hier? Nix. Nicht schießen. Oh. Ich bin unbewaffnet. Was zum Teufel machst du hier? Hast mich erschrocken? Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Marty. Diese verdammten Anzüge sind reingestürmt, als wäre das ihr Laden. Haben alles genommen und mich hier eingesperrt. 70% echtes, blutiges Fleisch. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Nicht mein erstes Mal. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Und ich? Ich klopf mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Sie hatten einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist. Du musst ihn gesehen haben. Mhm. Bin ja nicht blind. Wo halten Sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Etage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hierbleiben. Das habe ich auch vor. Ich weiß, wo sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Yay. Schade. Wir haben bloß 5 Felder. Sonst hätten wir das unterste und oberste probieren können. So machen wir eben 55, 55, E9, E9, E9. 55, 55, E9. Geht schon mal nicht. 55, 55, E9. Geht nicht. 55, 55. Geht auch nicht. 55, 55, E9, E9. E9. Okay, ich gebe dir Deckung. Eigentlich will ich immer das unterste gern haben, aber ich glaube, so ist auch ganz okay, wenn wir nicht immerhin 2 kommt hier draußen eigentlich Kundschaft 2 rein schaffe. Was schlägt's überhaupt einen Arsch hierher? Jeden Arsch, der tanken will, ohne von Kameras erfasst zu werden. Passiert nicht oft. Aber gib ihm ein dickes Trinkgeld. Du verstehst? Im Gegenzug für ein schlechtes Gedächtnis. Keine Sorge. Dich werde ich auch vergessen. Leben in der Stille des Weltraums. Ist doch bestimmt noch Loot. Die Kamera ist draußen. Das geht nach draußen, oder? Enthält 330% der täglichen. Hier geht's weiter. Weiter.
Er tanzt immer noch für uns. So, wartet mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Wann war das ungefähr? 1,40? Mach doch hinterher wieder was Schönes. Was genau ist jetzt hier explodiert? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Ich muss ihn schlagen? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Hallo, Johnny! Ich hab ihn. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Was ist das hier eigentlich für einer? Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bring ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Nimm Hellmann mit. So, ich nehme ihn mit. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Das bringt anders nach draußen. Plötzlich hat er einen Vornamen. Draußen ist ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder ob da draußen jemand auf uns wartet. Glaub, deine Guck mal, paar Namen. Sind da. Guck mal. Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Paar Namen, du guckst nicht. Hallo. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Erzählen wir ihr die Geschichte? Was ist los mit dir? Wir haben uns Judy geöffnet, aber... Ich muss ihm nur ein paar wichtige Namen, Fragen stellen. Ich weiß nicht. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Nicht streiten. Dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf. Du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist.
Scheiße, verdammt. Ich will mich ja nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul, er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hör zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht, aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Ja, geh zurück zu deinem Versteh Clan. Versteh schon. Aber die mögen dich. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und, was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Denke, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Und ich muss jetzt mit dem alleine... Okay. Ich muss nicht mit ihm alleine fahren. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem. Und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten, nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Natürlich, es wird immer besser. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einen verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Oh, was hab ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Okay.
Ich finde die Vorstellung so komisch, dass man sich einfach mit anderen Menschen verlinken kann. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Oh, verdammt! Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment. Du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird. Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Hm. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Er hat keine Bügel an seiner Brille. Die sitzt einfach so auf seiner Nase. Du bist still. Ich glaube, verlinken ist das falsche Wort. Wieso? Er hat sich doch mit mir verlinkt, um zu gucken, was quasi mit dem Biochip los ist. Ja, ich find's richtig gruselig, die Vorstellung. Kann sich einfach jemand bei dir anstöpseln und sieht einfach deine... Du bist still. Einfach deine Seele. So, deine DNA. So, quasi. Ich weiß nicht. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich bin nicht für eine Philosophiestunde hier. Das ist keine Philosophie, sondern Neurobiologie. Und deine Beweise haben gerade meine Hypothese bestätigt. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber.